Supermarkt Samstag bei ProbierTV und heute steht das Egger Märzen aus Niederösterreich auf dem Programm. Wieso ich das Bier ausgewählt habe, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt ein Abo für den Kanal. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann löst doch vielleicht jetzt gerade mal euren Finger und bewegt ihn mit der Maus auf das Abonnieren-Feld da unten in der Ecke und supportet den Kanal mit eurem Abo bzw. mit einem Daumen hoch, wenn euch das heutige Bier gefällt. Und ich hoffe, dass das der Fall ist, denn viele von euch haben sich tatsächlich das Egger Märzen aus der Egger Brauerei in Unterarlberg gewünscht in Niederösterreich. Und ja, dieses Märzenbier ist tatsächlich ein Bier, was nicht nur in Österreich zu haben ist, sondern wenn man sich mal auch Reviews auf den gängigen Plattformen anschaut, dann geht dieses Bier tatsächlich rund um die Welt. Rund um die Welt ist es auch zum Beispiel bei der Mont Selection gegangen. Ein Qualitätswettbewerb kann man nicht sagen, eine Qualitätsauszeichnung, die dieses Bier bekommen hat, hat 12-mal DLG hintereinander bekommen. Also zumindest auf der Ebene ist dieses Bier ausgezeichnet. Von größeren anderen Wettbewerben hat man wenig gesehen, aber ich glaube, da treten sie auch einfach schlicht und ergreifend gar nicht an. Es ist ein Bier, wo ich auch sagen muss, die Brauerei hat mich 2019 wirklich begeistert. Da haben sie die Braumeisterschaft gemacht. Da durften die beiden Braumeister ein Bier aus ihrer jeweiligen Heimat, waren beides Bayern, wenn ich mich richtig erinnere. Das war ein Rotbier aus Nürnberg und Hopfenroll. Was das bierstilistisch war, weiß ich gar nicht mehr. Aber es waren zwei richtig gute Biere. Ich habe gehofft, dass es weitergeht, habe aber auch schon ein bisschen schwarz gemalt, dass ich glaube, dass diese Biere leider es nicht in die Core-Range schaffen werden. Und so ist es dann natürlich auch gekommen. Man kann sich das heute noch im Internet anschauen. Das vergisst ja bekanntlich nichts. Das waren zwei wirklich gute Biere, die richtig Spaß gemacht haben. War im Mai und im Juni. Also wir haben ungefähr gerade den zweiten Geburtstag dieser Braumeisterschaft. Und ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass das mal wiederkommt und dass die Egger Brauerei damit auch ein bisschen was für ihr Image wieder tun kann. Denn kommt aus einem größeren Konzern, der auch in der holzverarbeitenden Industrie tätig ist. Und da gibt es viele böse Witze, dass man, wenn man das Bier trinkt, sich zum Beispiel Splitter einfängt und sowas, was natürlich völliger Unfug ist. Aber der Ruf muss man sich manchmal hart erarbeiten und da gibt es halt, wie gesagt, so den einen oder anderen Witz auch. Lasst uns einfach mal angehen. Viele Informationen habe ich über das Bier nicht herausgefunden, außer, wie gesagt, 5,0 Volumenprozent, 11,5 Plato. Auch auf der Homepage, da kann man viele Informationen bekommen, zum Beispiel, dass es 9 verschiedene Gebinden gibt. Leider habe ich mal vergessen, die Zutaten aufzuschreiben für dieses Bier. Wäre was ich mir auf einer Homepage dann doch eher wünsche, als dass es dieses Bier im Sixpack gibt oder im 24er Dosentray oder in der Einzeldose, in der Einzelflasche. Weiß nicht, was ich mit diesen Informationen anfange. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Wasser sind hier hineingekommen. Das Spannende ist nämlich, nähere Informationen, siehe Website, da stehen nämlich gar keine näheren Informationen zu den Zutaten, da stehen nur Informationen über Kalorien und Kohlenhydrate und diese ganzen Sachen. Aber in dem Fall hätte mich einfach mal interessiert, was ist denn eigentlich drin? Finden wir es raus, eine klare, dunkel, leicht dunkelgoldene Farbe oder goldene Farbe, komm, sagen wir es, wie es ist. Schaum, der schön am Glas hängt, das ist ein Fingerbreit. Kohlensäure nicht zu viel zu sehen im Glas und ansonsten natürlich glanzfein, diese ganze Geschichte. Es ist eher auf so einer malzig-getreidigen Seite zu Hause, wobei es grundsätzlich aromatisch jetzt nicht so das ganz große Kino ist. Aber das erwartet man jetzt, muss man fairerweise auch sagen, bei einem Märzenbier muss man das jetzt auch nicht so erwarten, dass da irgendeine Aromenbombe in der Nase explodiert. Leichte Hopfennote, so ein bisschen kräutriger Hopfen. Das war's dann aber auch schon. Und jetzt müssen wir es ausprobieren. In diesem Sinne. Cheers. Es ist auch wieder sowas. Erster Eindruck, es legt sich so ein leichter Malzfilm sofort auf die Zunge und auf den Gaumen. Der bringt eine gewisse Süße mit. Das ist jetzt nicht übertrieben süßlich, aber man wird erstmal von der malzigen Süße so
begrüßt mit diesem Bier. Leichter, kräutriger Hopfen, auch das, was wir in der Nase schon genommen haben, der ist durchaus da. Allerdings bringt er wenig Herbe, wenig Bittere mit. Ehrlich, da habe ich mir vielleicht einen Tick mehr gewünscht. Sehr dezent ausgefallen in der Bittere. Und so einen leicht brotigen, getreidigen Grundton, den man bei dem Bier noch hat. Wie gesagt, nicht zu intensiv, aber so eine leichte brotige Note bringt das Malz dann eben auch noch an den Start. Insgesamt ein schlanker bis vielleicht gerade so mittlerer Körper. Kohlensäure ist überraschend zurückhaltend, finde ich, bei dem Bier tatsächlich sehr dezent gehalten. Ist sehr gut trinkbar. Das ist ein Bier, was einfach sich vielleicht auch durch die etwas reduziertere Kohlensäure richtig gut trinken lässt. Läuft sicher gut. Und klingt dann mit süßlichem Malz einer kaum vorhandenen Bittere relativ kurz hinten aus. Wird vielleicht nicht wirklich ein bisschen trockener, aber die leicht geht es da vielleicht in diese Richtung. Aber das sind so Nuancen, die sich verändern. Das ist vielleicht im Andruck wirkt es ein bisschen süßlicher, als es dann hinten im Nachtrunk ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es ist ein gut trinkbares Bier, fehlerfrei, keine Frage. Komplexität ist, sucht mal vergebens. Ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ist so ein Bier, habe ich noch nie gesehen. Und einfach so unauffälliges Mittelmaß für meine Begriffe. Und deshalb gibt es für das Eggermärzen aus Unterradeberg von Probiert.tv gibt es dafür 2,5 Punkte für das Eggermärzen aus Unterradeberg aus Niederösterreich. Und wie gesagt, wenn ihr euch Biere für den Supermarkt Samstag wünschen möchtet, so wie das, glaube ich, in dem Fall auch der Markus getan hat, der für das Bier letzte Woche schon verantwortlich war. Aber es waren, ich glaube, so 5-6 Wünsche so in dem letzten halben Jahr für das Eggermärzen. Also da ist er guter Gesellschaft. Habe es mir leider nicht alle merken können. Und versehentlich auch nicht alle aufgeschrieben, was ich normalerweise tue. Aber dann soll es das für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Nein, ihr sollt mir eure Biere nennen. Das wollte ich noch gerade sagen. Entschuldigung. Ihr sollt mir eure Biere nennen, die ich am Supermarkt Samstag mal verkosten soll. Beziehungsweise auch wenn ihr sonst ein Bier auf der Pfanne habt, was mal einen Besuch hier auf dem Kanal verdient hat. Dann würde ich sagen, sagt mir einfach Bescheid und dann bekommen wir das hier schon geregelt. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Ich bin raus. Freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus. Prost und Ahoi. Tschüss.